27. Juni hielt der Schwechater Gemeinderat seine letzte Sitzung vor der Sommerpause ab. Diese Sitzung stand ganz im Zeichen der Kinderbetreuungsoffensive. Zunächst einmal wurden rund 60.000 Euro beschlossen für den Umbau des Kindergartens und Hortes Europa in einen ausschließlichen Hort. Das dient vor allem der Sicherheit unserer Kinder, weil diese fortan nicht mehr in den weit entfernt gelegenen Hort Andreas-Hofer-Platz gehen müssen, sondern nun diesen wunderbaren neuen Hort besuchen dürfen. Die Kindergartengruppe aus dem Kindergarten Europa wird von diesem in den neuen und renovierten Kindergarten Andreas-Hofer-Platz übersiedeln, der mehr Betreuungsplätze haben wird und natürlich von der Qualität her um vieles verbessert werden kann. Ein weiterer wichtiger Gemeinderatspunkt war der Beschluss zur Fortführung der Kinderkrippe in Rannersdorf. Wir hatten diese Kinderkrippe bis dato nur bei Bedarf eröffnet und lassen sie nun als dauerhafte Einrichtung weiter aufrecht. Das ist ein sehr wichtiger Aspekt für die Kinderbetreuung, weil damit auch die Rannersdorfer Bevölkerung sicher sein kann, dass ihre Jüngsten, die Kleinsten, einen gesicherten Platz in der Kinderkrippe in Rannersdorf finden werden. Für Familien mit geringerem Einkommen gibt es wieder die vor 2 Jahren eingeführte Schulstartbeihilfe. Damit bekommen die jungen Familien mit ihren Kindern für den Eintritt in das Schulleben 70 Euro zur Verfügung gestellt seitens der Stadtgemeinde Schwechat. Sie sehen, für die Jugendbetreuung haben wir mit den Beschlüssen für den Herbst vorgesorgt. Aber bis es soweit ist, wünsche ich Ihnen erholsame und entspannende Urlaubstage. Genießen Sie den Urlaub, fühlen Sie sich wohl und kommen Sie gut wieder nach Hause.